Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei den Nordfriesischen Marsch, bei den Farmers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, eine weitere Folge hier. Und so wie ihr es momentan hört, bin ich nach wie vor ja, mit Corona geplagt. Es wird deshalb nicht allzu viel von mir heute gesprochen. Ich werde mich da ein klein wenig zurückhalten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Weil, ja, das Gekrächze möchte nicht jeder hören, denke ich mal. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen, ja. Ich möchte euch dennoch ein bisschen daran teilhaben lassen, wie es hier noch weitergeht. Das Ganze hat auch einen bestimmten Grund. Es wird hier noch 2 Folgen geben. Ja, ihr hört richtig. Das ist die vorletzte Folge in dieser Reihe. Das heißt, wir werden ja, hier demnächst zum Ende kommen. Das heißt, es wird diese Folge und noch eine weitere Folge, die 55, geben für euch. Und dann ist hier Ende. Wir beenden hier diese NFM und möchten auf eine andere Karte wechseln. Der Grund ist einfach auch deshalb, da sehr viele schon recht weit hier sind. Ihr wisst ja, ich habe die Höfe schon mal euch gezeigt, wie weit die Leute hier teilweise schon sind. Und ja, da macht es dann für viele keinen Spaß mehr, hier weiter zu spielen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, was Neues zu beginnen, was Neues zu starten für euch. Und ja, wir nehmen euch natürlich da auch wieder mit, wenn ihr mögt. Es wird auch wieder Folgen davon geben. Vielleicht gibt es dann auch einen Überraschungsgast. Wir werden sehen, was sich noch ergibt. Bleibt einfach künftig oder achtet drauf in meinem Kanal, was sich da noch tut. Ja, es bleibt jedenfalls spannend. Und ja, mal gucken, ob unser Kartoffelfeld, das machen wir jetzt mal mehr schlecht als recht, das hauen wir jetzt einfach irgendwie nur voll durch, die 2 Folgen. Hier oben haben wir auch noch mal eine Ernte zu machen und die Ansaat, ja, müssen wir mal gucken, ob wir die noch anstarten, weiß ich noch nicht, mal sehen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir hier noch kommen. Ich werde euch heute noch das eine oder andere bisschen was vorhusten, leider Gottes. Es sind sehr viele online heute. Viele wollten noch mal da sein, wenn es jetzt mal richtig noch mal ins Eingemachte geht, so zum Abschluss kommt. Haben viele gesagt, ja, sie wollen noch mal reingucken. Und ja, es sind viele da. Und so ein Schweinchen, ja, der Abschied schmerzt, ne? Aber wir sind jetzt in Folge 54, dann gibt es noch die Folge 55 für euch. Und ich denke mal, ja, da sind wir doch schon recht weit gekommen miteinander. Haben jetzt einige Folgen miteinander hier gespielt, gekämpft. Und es war auch schön mit euch, dass ihr da dabei wart. Es war immer, ja, angenehm. Ah, ich merke schon, der hat hier schwer zu tragen hier mit dem Zeug da hinten drin, mit den Kartoffelchen. Ich glaube, die müssen wir mal ausleeren. Ups, das. Okay. Das macht er wohl nicht, ne? Das mag er nicht. Das mag er nicht. Dann stellen wir einfach nur parat. So geht's nicht. Ja, das passt auch nicht von der Größe her, so wie wir es sehen. Das heißt, wir müssen das direkt hier drüber ausleeren. So. Einmal so. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Yep. Auf diese Art funktioniert's. Da müsste ich quasi darüber einklinken, damit er sich hier entladen kann. Soll er das mal tun? Hopfen wollten wir ansehen. Das können wir dann auch noch demnächst machen. Und der Rapsernter ist noch nicht ganz leer. Das heißt, er hat noch ein bisschen Platz. So, lasst uns hier mit dem LKW mal die ersten schönen Kartoffeln mal wegfahren. Der JCB, sonst hat der da ein Problem mit denen. Wenn das Rappel voll ist da hinten drin, kriegt er das nicht mehr gezogen. Ja, ihr seht schon, Leute scharren mit den Hufen. Die scharren mit den Hufen, die wollen so
nach und nach woanders drauf. Ja, heute letzter Tag, leider nicht im Stream. Das wollte ich euch jetzt nicht auch noch antun. Und mir selber auch nicht. Außerdem geht es auch nicht. Ich kann hier nicht streamen. Die Aufnahme kann ich zwischendurch auch mal pausieren. Was ich sonst im Stream natürlich nicht kann. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass es derzeit so ist. Es wird auch wieder andere Tage geben, wo es dann wieder ein bisschen besser verläuft. Und ja. So, jetzt ist er, glaube ich, wieder besser fahrbar. Ne? Gut, er hat auch kein Gewicht vorne dran. Ne? Das hätten wir im Wesentlichen auch dran machen können. Ich überlege gerade, ob wir Raps zwischendurch abfahren. Ich lasse den jetzt mal hier stehen. Weil der ist schon bei 56%. Ja, ich weiß, dass das noch ausgefallen ist. Und dann geht's mal weiter, ne? So, ich würde einfach sagen, komm, gehen wir wieder darüber. Wenn jetzt einfach ein paar Reihen nicht gemacht sind, dann ist es halt so. Wahrscheinlich, dann macht es mehr Sinn. Ist der denn angeschaltet? Ja. Schwupp und schwupp. Jetzt sollte das funktionieren. Ja, ich glaube, so ist besser. So, wunderbar. Ja, wenn es heute mal ein paar ruhigere Phasen zwischendurch gibt, meine Lieben, dann genießt einfach die Bilder. ja, dann werde ich euch heute stimmtechnisch ein bisschen weniger unterhalten. Aber ich glaube, das kriegt ihr auch. Ihr könnt euch auch so. Seht ihr alles. Ups, das da. Wir mussten auch wieder einschalten. Wir haben uns ausgeschaut, dass wir ein bisschen schneller sind. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Spur, oder? Das war... jawohl. Soweit müsste das hinhauen. Genau. Gut. Lassen wir den nudeln. Wir lassen den vernudeln. Schon die Infos für die neue Karte, für die neue Map, die gespielt werden soll, nach und nach schon ein bisschen getextet. Ich hoffe, es wird nicht der Name fallen. Das soll eine Überraschung natürlich bleiben, meine Lieben. Auf was wir wohl wechseln werden, was ihr bekommt dann von uns. Sind wir hier?
denn jetzt richtig? Oder 1200 links? Ach ja, ich werde es nie lernen. So, sehen wir noch. Ja, das wird noch ein Weilchen Zeit vergehen. Denke ich hier. So ein Schweinen gucken wir mal, denn es scheint gut zu gehen. Wir gucken auch gleich nach unseren Produktionen, wie es denen so geht. Und wir müssen Raps abtanken, deswegen stoppen wir jetzt mal. Setzen uns in unseren JCB, gehen in die Innenansicht, meine Lieben, und los geht's. Lasst uns abtanken fahren. Wir holen Raps vom Feld. So, jetzt. Ja, ich glaube, da hat sich in der Lenkrad-Einstellung was geändert. Kommt die Rückmeldung verhältnismäßig spät. Das ist meistens, wenn sich was verändert hat. Dann reagiert es immer erst ein bisschen später. Aber kriegen wir noch hingebacken. Wir dran, uns dran erinnern. Ups. So. Ich weiß, dass du entladen werden musst, zu Gutster. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Da kommen wir doch gerade richtig, ne? Wo steht er denn? Das ist doof mit der Einstellerei. Ja, die Farmers und die NFM. Eine ewig lange Liaison. Immer wieder führt die Farmers hier hin. Brauchen, glaube ich, unsere Schweinchen auch, gell? Das sind ja die Proteine, die sogenannten Proteine. Lasst uns die einfach mal da reinkippen, mal gucken, was die sagen. Müssen wir eventuell Kartoffeln dann da unten machen? Ich glaube, dieses Feld wird's dann soweit. Leute, ich komme hier nicht klar. Ich muss das schön abändern. Ich schalte euch mal ganz kurz auf Pause. Bei euch vergeht es nur eine Sekunde, aber ich muss das umstellen. Das macht mich verrückt. So. Lenkrad-Einstellung behoben. Jetzt passt es wieder. Ja, die Dead Zone stellt sich manchmal wieder auf die Grundeinstellung zurück. Und da ist die bei 14% und das geht gar nicht, weil da fängst du an zu drehen, da passiert doch mal nichts. Und ich habe die bei mir grundsätzlich auf 0 stehen. Weil nur dann ist es... Ja, ich fange an zu drehen und das Lenkrad dreht genauso. Muss das passieren. Alles andere ist für mich verwirrend und geht gar nicht.
Egal, wir haben doch hier ein Gewicht. Das könnten wir so einfach mal schön dran bappen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. Kann ja mal nicht schaden, ne? Hat natürlich noch schwerer zu kämpfen, der arme Trecker, weil er noch mehr Gewicht hat. Aber das kriegt er schon hin. So. Jetzt gucken wir mal, wie viel die Schweinchen Raps nehmen. Das Lager so groß ist, dass wir alles reinkriegen. Ne? Ah jo. Die haben. Quiek! Ein freudiges Quieken kam. Ach, guckt mal. Das ist ja nur ja, ein Mini-Bruchteil, ne? Ein Mini-Mini-Mini-Bruchteil. Ja, das sind die. Ja, aber soll doch, ist doch gut so, ne? Es ist doch fein, dann haben die richtig gut was zu futtern. Dann geht's denen gut. Halt. Ein und aus, so. Dann kannst du mal weiterfahren, mein Gutster. Auf deiner Runde. Kein GPS mehr, sehe ich gerade. Oder nicht? Ist es ausgegangen? Tja. Ja, das ist natürlich jetzt Quatsch, ne? Brauchen wir jetzt nicht die Strecke neu beginnen. So, ob unser Versuchsfeld, ja mei. Das nudeln wir halt irgendwie durch. Vielleicht fahren wir es einfach auch ohne GPS voll ab. Oh. Sagt das soll seinem jugendlichen Leichtsinn und gurkt so vor sich hin. Sehr. Und wenn er nicht geeiert ist, dann eiert er noch heute, oder wie war das? So. So. Jetzt sind wir dann einigermaßen der Spur. Ich glaube, das ist mit der Spur. Sollten wir trotzdem machen. Raus. Ja, lasst's. Lasst uns einfach durchfahren und gut ist. Lasst uns einfach die Kartoffeln einfahren und gut ist, ne? So. Wollen wir wieder ein bisschen was da abkippen? So rum klappt es, andersrum nicht. Oh, jetzt haben wir es aber ganz dumm hingestellt, unseren Trigger. Reicht das von der Abstand her? Nee.
So, wir machen hier Meisterleistungen. So, hier rein. Fahren. Gehen wir in die nächste Runde. So reingehen, dann müsste das passen, ne? Komm, lass uns einfach so durchdüsen. Diese Kartoffeln hier voll runterholen. Nach und nach. Steht einer zum Besuchen. Thank you.
Ja, heute guckt auch nicht auf meine Schreibart. Heute haue ich einfach raus, wie die Tasten, groß, klein, keine Ahnung. Irgendwie kriege ich die immer nicht gerade zu Tasten zu finden. Ich greife die nicht richtig. So, meine Lieben. Aber wir kommen so langsam zum Ende von dieser vorletzten Folge. So, Drescher da oben ist auch gleich durch. Dann können wir dann nochmal den Raps abtanken. Und ja, ich sag ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen chaotisch heute war. Und ja, auch stimmt technisch nicht sonderlich. Alles gut zu hören, vermutlich. Aber ja, bildlich konnte er ein bisschen mitmachen. Wir werden vermutlich in der nächsten Folge auch noch ein bisschen Kartoffeln machen. Gucken, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten. Im Abschluss machen wir dann noch eine kleine Rundtour über unsere Errungenschaften, was wir hier so geschafft haben. Und ja, mir bleibt jetzt mal vielen Dank zu sagen. Bleibt vor allem gesund die Zeit. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.